Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Within. So. Ich werde erstmal gucken, was ich am besten, wo ich mich am besten. Ich will sagen, ich nehme hier. Ich glaube, ich verliere dann Argentinien und Brasilien, aber das ist mir nicht so wichtig. Einzige Problem ist nur, wenn da. Nee, auf das andere hat das, glaube ich, keine Auswirkung. Auf die verdeckte Operation. Vor allen Dingen, ja, gibt es einen Sturm dann. Viermal schwer. Nee. Ein paar Mal Unterstützung muss auch sein. Vor allen Dingen, Waffen muss ich ändern. Hier glaube ich nicht. Also Laser hatten sie. Ja. Was mich allerdings ein bisschen macht es. Vor allen Dingen sind habe ich jetzt nur noch so normale Soldaten. Naja, hoffentlich wird das reichen. Naja, einen Scharfschuss kann ich, glaube ich, nochmal austauschen. Zu einer Unterstützung. Den ich noch bearbeiten kann. Den kann ich nämlich noch eine Laserwaffe geben. Ich werde auf jeden Fall sehr vorsichtig vorgehen. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Uns erreichen etliche Berichte, dass sich die Zahl definitiv der Führungen durch Aliens erhöht. Wir müssen rasch handeln, um das Ausbreiten der Panik zu verlangsamen. Ich lasse doch nicht zu, dass mir alle meine Leute wieder wegsterben. Deswegen werde ich langsam. Das Meld ist mir jetzt ziemlich egal. Ich muss meine Leute trainieren. Und ich will die Sturm haben. Ich will sie haben. Ein Captain. Ein Sturm ist schon nett. Oh. Ich höre schon Mutons. So, erste Rakete geht ab. Jetzt wird's heiß.
Und tschüss. Na. Ja, ich... Schieße Rakete! Commander, ich würde es für sehr wünschenswert halten, diese Behälter zu bergen, anstatt sie zu zerstören. Ja, normalerweise würde ich das auch sagen, aber... Wieso sehe ich ihn jetzt nicht mehr? So. Ah, und da kommen die schon die nächsten an. Er ist ausgeschaltet. Natürlich siehst du ihn nicht. Das ging ja mal schnell. So. Du gehst dann mal dahin. Ich werde auf jeden Fall vorsichtig sein. Nicht, dass jetzt schon wieder so ein blödes Vieh kommt, das sofort schießen kann. Es war mir sehr ziemlich wichtig, dass die draufgehen. Deswegen war mir das Welt auch so ziemlich egal. Ich habe ja richtig viel davon. Verstanden, Commander. Bin dran. Ziel erfasst. Oh, hallo. Okay, die sind irgendwo im Haus drin. Moment mal! Ich habe eine Vermutung, wo die sind. Deswegen spreng ich hier mal alles. Werfe Granate. Rücke vor. So, ein bisschen näher. Schuss hat nicht gesessen. Auf Feldposten.
Ja, du kannst besser treffen. Negativschaden. Verdammt! Ja, wo will er hin? Und da sind schon wieder die. So. Verstanden. Ich hab alles im Blick. Bestätige. Ja, genau, er trifft. Also er. Das war's. Ich hab nichts mehr. Wieso treffen? Wieso werden die eigentlich immer alle weggekillt? Warum? Das hat doch keinen Grund. Bin unterwegs. Verstanden, Commander. Und wieso treffe ich nie? Nie! Nächstes Mal kriege ich ihn. Immer wachsam, Commander. Ich muss eine neue Deckung suchen. Und jetzt kommt der auch noch an! Aua! Wer hat denn eben? Ja, daneben! Er trifft einfach nicht.
Oh, ihr trifft mal wieder nicht. Gibt's doch gar nicht. Verstanden. Ich hab alles im Blick. In Bewegung. Der eine, der da oben ist, ist mir ein Dorn im Auge. Ich kümmere mich drum. Vor allen Dingen, wir haben die überhaupt keine. Die können nicht schießen. Treff endlich. Ja! Der Scharfschütze hat's gerichtet. Ja, geht doch! Geht doch! Mission erfüllt. Mann! Mann, das war knapp. Das war auch eine sehr schwere Mission. Von jeder Truppe habe ich einen verloren, ja. Von schweren ist es eigentlich kein... Ist es eigentlich nicht wichtig, dass ich die verloren habe? Ja, da hat ziemlich viele. Von den Scharfschützen auch. Nur von den. Ein ist das ein bisschen blöd. Aber ich habe zumindest wieder einen Sturm, den ich nutzen kann. Und das ist das Wichtigste. Darauf war niemand vorbereitet. Das waren einige unserer besten Leute. Ich wünschte, wir hätten mehr tun können. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Oh! Ein paar Mutons kann ich. Wie viele Waffenfragmente. Soldaten. Ja, ich hab wieder eine Medi. Ja. Juhu, ich hab wieder eine Medi.
Ah, die Schalenrüstung ist jetzt auch wieder weggestuft worden. Nein! Zusätzliche Werkstatt online. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Dafür bräuchte ich ein bisschen mehr Geld. Ja, das musste ich tun. Damit ich hier diese Vorteile habe. Ich brauche ja kein normales Kraftwerk. Ich kann einfach Erdwärme nehmen. So, weiter. So. Aber hier würde ich jetzt erstmal einen Cut machen und bis zum nächsten Part.